Über 13.000 Zuschauer heute Nachmittag auf dem Estering. So viele Motorsportinteressierte kamen in Buxtehude noch nie zu einem Rallycross-Rennen. Ein würdiger Abschluss also der Saison 1987, dieser letzte Lauf zur Europameisterschaft. Die Attraktivität dieser Sportart ist durch die Teilnahme der von der Rallye-Szene verbannten Gruppe B-Werksautos mächtig gestiegen. Die Fans können die Boliden von Peugeot, Audi, Ford, Lancia und Austin Rover im direkten Vergleich beobachten. In der Division 2, den Sportcars, stand er schon vor dem letzten Rennen als Europameister fest. Seppo Niittimäki aus Finnland. Mit seinem ca. 550 PS starken Peugeot 205 Turbo 16. Ein bisschen Schönheitspflege vor dem verabredeten Interview und dann ein Kompliment an den Estering. It is the last race, it's the final of the whole championship and that's why it's nice to be also here because I like the circuit very much. Es ist der Abschluss der Europameisterschaft und da wollte ich natürlich nicht fehlen. Außerdem liebe ich diese Rennstrecke. Ole Arnesen aus Schweden mit seinem Audi Quattro. Der Finne Matti Alamäki fährt einen Lancia Delta S4. Beide gehören mit zu den Spitzenfahrern in der Rallycross-Szene. Vor dem Start werden die Reifen künstlich angewärmt. Auch Martin Skanke, der norwegische Ex-Europameister, lässt die Pneus seines Fords RS200 auf die richtige Temperatur anheizen. Auch bei Ihrem RS200 werden die Reifen angewärmt. Warum macht man das? Ja, die Hauspantoffeln kommen drauf, weil wir wollen, das ist also Hitzedecken, die sind elektrisch angewärmt und weil die Reifen erst auf ihren richtigen Grip bei so 80 bis 90 Grad kommen, probieren wir die so heiß wie möglich zu kriegen, das heißt zwischen 60 und 70 vielleicht. Aber die werden ja dann kälter, bevor man zum Start kommt, weil du musst ja frühzeitig wieder abnehmen. Ja, ja. Ein Wort zu den deutschen Fahrern. Wolfgang Wenzin aus Hamburg, hier mit seinem Mercedes 190e, schied im B-Finale der Division 1 aus. Er wurde später von der Jury disqualifiziert, nachdem er den Österreicher Herbert Breiteneder absichtlich behindert hatte. Andere deutsche Aktive spielten in Buxtehude leider keine Rolle. Nun zum Finale der Division 1. Start zum entscheidenden Lauf. 6 Runden mussten auf dem Estering zurückgelegt werden. Die Chance für den Finnen Kallio ist nach diesem Dreher natürlich dahin. Dafür setzt sich mit der Nummer 108 Roger Sandberg aus Norwegen mit seinem BMW M3 eindeutig vor dem übrigen Feld ab und gewinnt ungefährdet diesen Endlauf der Division 1. An zweiter Position Per-Ove Davidsson aus Schweden auf Volvo 240 Turbo. Für ihn ging es darum, diesen Platz zu halten. Er wäre dann neuer Europameister. Zieleinlauf, Roger Sandberg und auf Rang 2 Per-Ove Davidsson. Und so feierten die schwedischen Fans ihren Europameister. Zum Abschluss zum A-Finale der Division 2. Mit der Nummer 1 Seppo Niittimäki aus Finnland. Daneben Martin Skanke, der Norweger, mit der Nummer 9. Beide lieferten sich einen harten Kampf, der aber bereits in der ersten Runde zu Ende war, nach einer Kollision
schieden beide Aktiven aus. Damit war der Weg frei für Matti Alamäki mit seinem Lancia Delta vor dem Engländer Mark Rennison auf Ford RS 200. Einlauf. Und damit gleichzeitig Finale der Europameisterschaft. Die Zuschauer auf dem Esterring hatten einen heißen Motorsportnachmittag erlebt.